Le True Battlefield Chalet. Oder wie Ron auch so schön sagt, Chalet Pro. Wir haben die Taube gebaut. Die Folge wurde so genannt, nachdem du diesen Chefwort jetzt gemacht hast. Tatsächlich, Chalet, so, aber. Ach, wo? Ach, wieder oben. Ja, Ron ist mit dabei. Die Sache ja nicht so benennen. Warum? Ich fand das lustig. Ah, ich lauf immer in Feinde rein. Ich mein, klar, im Krieg macht das Sinn. Das war's. Ich fand Charlie Hebdo, Charlie Hebdo lustig. Ja. Ist halt sarkastisch, zynisch. Das ist jetzt mein Style. Like being a bastard. Ja, yeah, genau, kann man auch sagen. I know the problem. Ey, warum bin ich jetzt versorgt so da, dass es 6 geworden ist, wenn ich so mach? Warum nicht? Sogar. Keiner Schleimer. Ja, was heißt schon 6, ne? Das ist jetzt auch nicht. Oh. Ich schieße eigentlich immer auf die Beine. Ja, ich will verkrüppeln. Ja. Wenn das gehen würde, wäre das hier echt mies, ey. Neben dem Spacken ist auch noch Kai dabei. Also, ja, dann kann ich zumindest... Heißt das zumindest nicht eigentlich, neben dem Spacken ist auch noch Ron dabei? Ja. Er müsste aber trotzdem nochmal separat meinen Namen sagen und dann wäre es ein Selfdiss. Das ist nicht so beide gut. Spacken, von daher ist das okay. Wobei... Du bist der Führer dieses Channels, du bist der Spackenführer. Ja, aber der Führer muss ja kein Spacken sein, ja? In deinem Fall ist er einer. Ach ja. Ja, natürlich. Es war klar, dass es wieder kommt. Ich mag dich auch. Als ob du kein Spacken bist. Red dich nicht raus, Fräulein. Ach, wir haben die nicht gekriegt, ist das jetzt so unser Ernst? Ja, absolut. Och. Oh, ich bin so schlecht im Schießen. Ja, nicht erst seit heute. Ja, letzte Runde war ich deutlich besser als Luke. Deutlich besser. Mit Abstand. Ja. Bei weitem, exorbitant. Übertreib nicht. Ich nie. Ich übertreibe es nie. Also er übertreibt immer. Nicht einmal in einer Milliarde Jahre würde ich übertreiben. Ja, der Witz kommt, glaube ich, nicht an. Ey, komm, geh da weg und geh mir um den Senkel, Alter. Savage Veggie, der. Mhm. Oh, Alter, was ist denn das schon wieder für ein Fuck-Team hier? Ich sehe einen Sanitäter. Wie viele sind denn da oben? Oh. So, der eine oder andere? Ja, merke ich. Bei meinem Team kann ich nicht spawnen, weil die zu blöd sind, mal aus der Schussreihe zu gehen. Ich komme gar nicht vom Spawn weg. Die campen unser kompletten Spawn voll. Und bei meinem Team kann ich, wie gesagt, nicht spawnen. Hast du ja jetzt eigentlich gerafft, was das UI-Update geändert hat? Weil ich hab's noch nicht gerafft. Nö, absolut nicht. Okay, gut. Ach, jetzt kriegst du auf den einen kommt der komische Domsoldat von der Seite. Was macht das ja auch nur im geringeren Maß. Ja. Das liegt halt daran, weil unser Team sehen, wie er gerade nur geschissen kriegt oder irgendwas. Er hat noch 3 HP, kann er nicht einfach sterben? Kann er nicht mit Feuer reinlaufen? Einfach nur aus Nettigkeit. Was machen denn Leute hier was aus Nettigkeit? Wie? Du wolltest, du hast verkackt. Nein! Aber jetzt sehen Sie mal die Taube? Nichts haben wir.
Außer unfähigen Mitspielern haben wir nicht. Ich weiß nicht, wir stehen 7, 9 und 5 mal nicht auf euch. Die Male du mich lassen zu uns, wer bestimmt. Ja, Taubenträger ist gefallen. Ich komm da nicht hin. Ach, aus der Entfernung mit der scheiß Schrotflinte. Ich kann doch schon wieder kotzen. Alter, diese Schrotflinten, das kann doch nicht wahr sein. Ich frag mich eher, wie wir die Taube wieder verlieren konnten. Weil neben dir vielleicht alle stehen? Oder bei wem auch immer ich da gespawnt bin. Der lag und daneben sind die ganzen Feinde dann gegangen. Ich weiß nicht, ob du das hast, keine Ahnung. Ich war eher ihr dahin genommen aus dem Team. Der Feind hat die Taube gebaut. Boah. Ich hab den. Ich finde den Job ja anstrengend. Was denn? Der steht übrigens in der Ecke. Ich war dann ein Scharfschütze. Ein guter Scharfschütze ist echt schwierig, finde ich. Also ich kann es nicht gut. Aber ich geh mir so auf den Senkel. Ach. Ja, du bist in die Catwalk, ne? Wie kommen wir da nicht hin? Ja, ich war gerade dabei, aber so ganz allein ist das halt. Nein, ach, da war ich oben am Catwalk, wollte ihn gerade frei machen, der konnte ja mit der Schroh landen. Alter. Welchem reden wir denn? Naja, hier oben, wo sind wir? Hinter uns. Ich hab irgendwas abgekriegt. Wir müssen noch eine Taube abliefern. Hinter dir rum. Ha, oh, Leute, mein Nate komplett, alles gut. Der Gedein, da ist einer gespawnt, warum konnte er noch vorne, war doch tot, da sind zwei Mann. Nice, danke. Ja, bitte. Aber da waren zwei, ne? Die andere ist hier auch noch. Ne, hier ist keiner mehr, glaube ich. Ah, Leute, ich werde mal wieder anrufen. Oh, ja, ich nehme mal, das ist alles cool. Also Kai, wie geht's hier? Wie bitte? Ich habe meinen Namen nur verstanden. Ja, wie gesagt, Kai, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich fühle mich zwar ein bisschen sehr überflüssig. Du rede doch mit uns. Du bist doch der, der nicht redet. Nein, weil die Leute sehen was anderes als das, was ich rede. Und das ist dann so ein bisschen... Ja, deswegen kannst du doch trotzdem reden. Ja, ich rede so viel ich kann. Gar also nicht. Gar nicht. So sind wir wenigstens einig, was das angeht. Ja, kurz gemutet. Was hast du kurz gemutet? Gemutet. Achso. Ich hab mir wieder die Nase in den Himalaya geschossen, weißt du? Achso. Wem es gefällt, wa? Ja. Außerdem fällt es mir doch ein bisschen schwer damit zu reden, weil ich sehe nicht, was sie macht. Naja, du kannst ja über andere Dinge reden. Nein, das lenkt ab von dem, was man sieht. Alter, eine Taube wurde geortet. Nein. Warum nicht? Weil ich dich zuerst haue. Okay. Okay. Naja, aber ich meine, wir reden ja allgemein sehr wenig über Spiele. Von daher ist ja kein Rainbow Six, wo es dann wirklich taktisch auch so hergeht. Ist ja. Ist es ja nicht. Willst du eigentlich Final mal aufnehmen? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ohne eine komplette Gruppe zu haben. So eine Frage. Ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnen würde, ohne eine komplette Gruppe. Und so ein Bismarck oder so dauert ja im Normalfall auch nur 5 Minuten, wenn es gut läuft, wa?
Ja. Man könnte maximal auch nur die Dungeons gründen. Ja, ja, das ist, ja, gut, aber die Dungeons sind ja sehr repetitiv, weiß ich nicht. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, einfach mal. Hallo Hund. Es ist kein Air möglich, keine Sorge. Der Hund gehört nicht zu uns. Bin ich strikt gegen. Wie, warum? Ich hab nö gesagt. So, nö. Du bist kein mit. Wow. Der war. Ja. Wird angefiebt vom Hund. Na, das ist verdient, wie warum? Nee, die will einfach nur Aufmerksamkeit. Wie jede andere Frau auch, wa? Hier, Munition für dich! An alle unseren feindlichen Zuschauern. Ist keine Ketten, Halsketten, irgendwas. Die Knien ist so schön. Ja, will ja eigentlich Arbeit eigentlich ganz von dir. Ja, Dinge. Ich weiß nicht, manchmal weiß ich es nicht. Also manchmal sind Sachen unerklärlich für mich, wo ich sagen muss, warum fragt man mich das? Aber. Naja, wenn die Leute es nicht wissen, dann müssen sie halt fragen, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, aber wofür habt ihr einen Leiter? Du bist ja der Stellvertreterleiter. Wir haben keinen Leiter. Das hört sich an, als wäre Ron bei der Leiter. Regierung. Dann läuft das bestimmt genauso. Ich bin bei der Regierung. Die haben alle keine Ahnung. Als ob das in der Regierung abläuft, Alter. In der Regierung fragt Frau Merkel, ob sie kacken gehen darf. Das ist auch alles. Als ob die Merkel was zu sagen hat, ey. Jetzt hier mal nichts gegen Mutti, ja? Scheiße auf Muttis Kopf, ey. Das finde ich eklig, aber wenn es dein persönlicher Fetisch ist, bitte. Ja, ja, liebe Leute, wir sind hier. Die Burner. Vieles. Also. Naja, von Natur aus. Habt euch wohl, wa? Habt einen schönen Rest. Ron liebt euch. Ich nur alles, was ab 18. Habt einen schönen Rest. Ja, ab 18. Du liebst ja alles anscheinend. Einen schönen Tag. Ich überrede ihn jetzt einfach. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Wirre Synchol.